Vielen Dank. Ich dachte, das akademische Viertel gilt auch in Bayern. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Wann war ich das letzte Mal hier? Das muss Jahre her sein. Dankeschön, danke, danke. Und es ist für mich ja auch wirklich eine, was jetzt hier gerade in der Welt passiert mit den UFOs und so, das ist ja einerseits natürlich für mich als Journalist und für euch alle auch als Fernsehzuschauer, als Medienkonsumenten natürlich total spannend, aber es ist für mich auch eine persönliche Geschichte, weil ich mich da so reingehangen habe die letzten 16 Jahre. Und ja, also was soll ich, also das ist, naja gut, fangen wir mal an, also es ist wirklich ganz erstaunlich. Also jahrzehntelang war ja die Sprachregelung der Luftwaffe das hier, ja? Also kein UFO, das von der Air Force gemeldet, untersucht und ausgewertet wurde, war jemals ein Hinweis auf eine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Es gab keine Beweise, die der Air Force vorgelegt oder von ihr entdeckt wurden, dass Sichtungen, dass die als unidentifiziert kategorisiert wurden, technologische Entwicklungen oder Prinzipien darstellten, die jenseits der Möglichkeiten moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse lagen, und keine Beweise dafür, dass Sichtungen unidentifizierter irgendwelche außerirdischen Fahrzeuge waren. So, das war die offizielle Sprachregelung der US-Luftwaffe seit Ende von Project Blue Book in den USA. Das war ja das staatliche UFO-Forschungsprogramm in den USA. Und das war für viele Journalisten in Deutschland, insbesondere in den Leitmedien, sozusagen ein Freifahrtschein, um alle UFO-Forscher und Interessierte ins Lächerliche zu ziehen. Und ich möchte also, bevor, deswegen sage ich es ein bisschen persönlich auch, bevor wir jetzt zu den Sachen kommen, die jetzt passiert sind, würde ich gerne nochmal so einen kleinen Rückblick geben, weil das so ein Anachronismus, also es wirkt aus der heutigen Sicht so absurd, ja, was da früher so gemacht worden ist. Hier, das hier zum Beispiel, das war 2014. Da lese ich nur mal die ersten beiden Absätze vor. Und dann war da noch die Theorie mit den Nazis und den UFOs und der geheimen Festung im Mittelpunkt der Erde. Robert Fleischer atmet kurz durch. Er senkt den Blick, spießt ein gebratenes Tofu-Bällchen auf seine Gabel und verrührt es in einer gelben Soße. Klar, sagt er, die Geschichte klinge schon etwas absurd. Allerdings, fügt er dann hinzu, klingt am Ende des Tages nichts absurd genug, als dass man es wirklich ausschließen könne. Es ist so eine Sache mit der Wahrheit. Fleischer, 36, ein großer und stämmiger Mann mit einer sanften Stimme, sitzt in einem heruntergekommenen Leipziger Bistro, trägt ein leichtes Jackett auf den Schultern, einen Bart um die Mundwinkel und spricht über Hypothesen, die in ihrer Summe zu seiner Welt geworden sind. Also das, Sie müssen wissen, ich habe ja früher selber mal bei den Medien gearbeitet, und das ist wirklich eine komische Erfahrung, wenn man halt erst der Journalistenkollege ist, dann trifft man andere Journalisten, nachdem man sich mit der UFO-Sache angefangen hat zu beschäftigen, und dann ist man gar kein Journalist mehr für die, sondern Freiwild, ja. Protagonist, mit dem kannst du alles machen. Oder das hier, das ist eigentlich, das muss man auch nochmal zeigen hier. Weißt du, was ich auch glaube? Es gibt das Bedürfnis nach einem gemeinsamen Feind. Gibt es ganz viel. Das nicht? Auch, ja. So, also Israel wird zusammengehalten durch den gemeinsamen Feind, die Araber. Die das machen wir gerne. Ja. Die Arabische Liga wird zusammengehalten durch den gemeinsamen Feind Israel. Also der Kommunismus war der Kreml der große Schrecken. Aber genauso wie es das Bedürfnis nach einem gemeinsamen Feind gibt, gibt es vermutlich ein Bedürfnis nach einem gemeinsamen Freund. Ja. Glaubst du an UFOs? Ich glaube an alles außer an Menschen. Mit ihnen bin ich durch. Sonst bin ich für alles offen, ehrlich. Und da ist was Interessantes passiert. Eine einjährige UFO-Welle, bei denen diese dreieckigen Objekte hier gesehen wurden.
Es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass die zumindest die US-Regierung, aber auch andere Regierungen von Anfang an nicht so begeistert von der Idee waren, dass die Öffentlichkeit sich mit UFOs auseinandersetzt. Überlegen Sie, wir machen seit 50 Jahren Raumfahrt. Früher oder später wird sich die Menschheit damit auseinandersetzen müssen, dass wir nicht allein sind im Universum. Und es wird natürlich ein großer Schlag sein für viele irdische Institutionen. Es wird Machtpositionen auf unserem Planeten durcheinanderwürfeln. Aber wissen Sie was? Es ist Zeit dafür, denn die Evolution des Universums wird sich nicht von einigen machthungrigen Starrköpfen auf diesem kleinen Planeten Erde aufhalten lassen. Die UFOs, das sind die Guten, die Schlechten, das ist was auch immer, meistens die NASA. Und die verhindern, dass die Guten hier ankommen und diese Welt friedlich lebenswert machen. Das ist wie die Engel- und Teufelgeschichte. So sind auch die drei monotheistischen Religionen entstanden. Genau. Der Teufel steht uns im Wege, damit wir nicht ins Paradies gelangen. Genau. Und so ist es mit den Guten und den Schlechten bei den UFOs. So gesehen sind alle Propheten in der Bibel eigentlich Verschwörungstheoretiker. Ja. Ich sah plötzlich ein großes gelbes Licht mit einem roten blinkenden Licht. Es war über einer BP-Tankstelle letztes Jahr. Wichtig ist, wer diese Leute sind. Das sind keine Aliens, sondern das sind Engel und sozusagen vom Schöpfergott beauftragt, diesen Planeten zu retten. Glauben Sie, dass Aliens Sex haben? Ach, diese Frage hat mich nie interessiert, ehrlich gesagt. Aber in der fünften Dimension wird es Sex geben, aber nur aus Liebe. Sie durften dann bei der letzten Reise durch die Himmelsschranke und sie haben die Mutter Gottes gesprochen und Jesus. Ja? Im Westen nichts Neues. Keine Verschwörungen mehr? Genau. Da sieht man doch mal, wie gut die unsere Fernsehgebühren investieren hier. Die haben ja, am nächsten Tag haben sie mich dann in Salzburg noch auf so einer Dachterrasse eine Dreiviertelstunde ins Kreuzverhör genommen mit zwei Kameras. Ist nie gesendet worden. Keine Sekunde davon. Aber wir haben es mitgezeichnet. Das kann man auf unserem Exo-Magazin-YouTube-Kanal sich mal in voller Länge angucken, was sie dann für nicht sendenswert hielten. Und so ist das eben, deswegen habe ich das jetzt mal gezeigt. Das ist jetzt gerade mal 12 Jahre her. Ja? Du warst wirklich freiwillig. Jeder, der sich irgendwie für UFOs interessiert hat und so, das ist natürlich gut, das ist eine Satire-Sendung. Ich hätte jetzt auch wirklich bösartigere Beispiele bringen können vom SWR und so weiter. Die hatten ihre Meinung schon fest über UFOs, bevor sie bei mir angerufen haben. Und dann haben sie versucht, mich irgendwie in die Richtung zu drängen, was sie so brauchten. Und so war das halt jahrzehntelang. Wie gesagt, ich mache das ja seit 16 Jahren jetzt. So, und jetzt fast forward zum 16. Dezember 2017. Plötzlich wendet sich das Blatt unerwartet, als die New York Times, die Washington Post und viele andere über die Existenz eines jahrelangen geheimen UFO-Forschungsprogramms im Pentagon berichten. Das lief von 2007 bis 2012 und dann in anderer Form unter Leitung von Luis Elizondo, das ist der Mann da drüben, weiter. Und der hat $22 Millionen gekostet. Die New York Times hat 3 offizielle UFO-Videos veröffentlicht, die ich jetzt nicht nochmal zeige. Man sieht hier, die sind ja inzwischen, die dürfte hier jeder kennen, glaube ich, inzwischen. Ja. Dieses Ereignis hat die komplette öffentliche, oder sagen wir so, die konzentrierten Desinformationsbemühungen der US-Geheimdienste aus den letzten Jahrzehnten innerhalb von Tagen völlig zunichte gemacht. Ja? Denn was hier passiert ist, ist, dass plötzlich jemand, ein Offizieller aus dem Pentagon, ausgepackt hat, gesagt hat, das ist ja doch nicht so ganz lächerlich. Und dann im Laufe der Jahre, seitdem mussten die Massenmedien eben ihre Tonart über UFOs völlig verändern. Hier sehen wir mal 2013 in Washington Post Artikel, die Verschwörungsreligion UFOs und Du. Ja? Und auf der anderen Seite ein Artikel von 2019, da steht, UFOs existieren und jeder muss sich dieser Tatsache stellen. Das ist aus derselben Zeitung Washington Post. Ja? Also das finde ich sensationell. Und übrigens, das ist hier eine Art Feature gewesen über eine Bürgeranhörung, die der Aktivist Stephen Bassett in
Washington DC organisiert hat, wo militärische UFO-Zeugen in so eine Art Kongress-Setting auspacken sollten gegenüber Ex-Senatoren, weil sie sich das ja genau das gewünscht hatten. Anhörungen vor dem US-Kongress, wo die Militärzeugen selber auspacken. So. Und hier 3. Mai 2013 sagen sie, wenn du an Verschwörungstheorien glaubst, wird für alles gesorgt. Es ist alles sehr geordnet und zirkulär, verbunden mit Petrodollars und düsteren Plänen. Und dann 2019 sagen sie, UFOs existieren, jeder muss sich auf diese Tatsache einstellen. Und der Artikel beschäftigt sich mit der Frage, warum UFOs jahrzehntelang lächerlich gemacht wurden. Die hätten mal in ihr eigenes Zeitungsarchiv gucken können, warum das so war. Und sie sagen jetzt eben auch, okay, wir wissen nicht, ob es Außerirdische sind, aber da ist ein echtes Phänomen. So, und das ist das Wichtige. Und seitdem sind unglaublich viele Sachen passiert. Im 2020 wurde aufgrund dieses öffentlichen Drucks, es gab ja auch eine Serie auf dem History Channel, die hieß Unidentified, wo wirklich viele neue Militärzeugen präsentiert worden sind. Und das wurde von Christopher Mellon und Luis Elizondo und dieser Gang organisiert. Und da haben wir wirklich neue Sachen erfahren, die man vorher nie gehört hatte. Also da musste man wirklich ein echter Insider sein, um an solche Leute zu kommen, ja. Das alles hat auch und dazu noch geheime Briefings im Pentagon, im US-Kongress. Das hat dazu geführt, dass der US-Kongress per Gesetz eine UAP-Taskforce, also eine UFO-Eingreiftruppe gegründet hat. Zu dem Begriff UAP muss ich noch sagen, dass der dann später verändert worden ist. Es gibt jetzt keine UFOs mehr. Es gibt auch keine UAP mehr in dem Sinne von Unidentified Aerial Phenomena, also unidentifizierte Phänomene im Luftraum, sondern die neueste Nomenklatur ist Unidentified Anomalous Phenomena. Und das bedeutet unidentifizierte anomale Phänomene und schließt laut der Gesetzesdefinition vom US-Kongress ausdrücklich auch die Objekte ein, die im Weltraum, im erdnahen Orbit und unter Wasser gesehen werden. Also was sie damit gemacht haben, ist, der Gesetzgeber hat den Fokus der Öffentlichkeit auf dieses Phänomen deutlich erweitert. Vorher ging es nur um das im Luftraum, weil das konnten sie wenig glaubhaft abstreiten, das konnte ja jeder sehen. Aber was im Erdorbit passiert und was unter Wasser passiert, das kann man nicht so einfach sehen. Also im Juni 2021 kommt der erste Bericht raus von der UAP Taskforce, wo drin steht, sie haben 144 Fälle gesammelt, von denen konnten sie sich nur einen erklären. Ende 2021 wird dann die UAP Taskforce, die eben ihre Aufgabe damit erfüllt hatte, diesen Bericht abzugeben, umgewandelt in eine UFO-Behörde. Dann gibt es ein ganz interessantes Gerangel zwischen dem US-Kongress und dem Pentagon, wer jetzt die Leitung über diese UFO-Abteilung übernimmt. Denn der Kongress hatte diese UFO-Behörde vorgeschlagen. Dann kam das Pentagon plötzlich mit ihrer eigenen UFO-Abteilung, die natürlich dann nach den Regeln des Pentagon spielen sollte. Dann mussten die sich mit dem Kongress einigen. Schließlich ist dann also ARRO draus geworden, das All Anomaly Domain Resolution Office, also das Aufklärungsbüro zur Lösung von Anomalien aus sämtlichen Domänen. Und was sie mit dem All Domain, mit den Domänen meinen, die meinen damit eben Erdorbit, Luft und Unterwasser. So, dann im Mai 2022 gibt es ein erstes UFO-Briefing im US-Kongress. Es passiert überhaupt nichts Besonderes dabei. Es sind die beiden Leute vom Pentagon da, einer vom Navy-Geheimdienst, der andere aus dem Pentagon. Und die spielen das alles runter. Die sagen, naja, also ich zeige hier mal ein Video. Das ist so das, was wir jetzt hier an UFO-Meldungen kriegen. Und da sieht man, ein Pilot hat mit dem iPhone aus dem Cockpit irgendwas gefilmt, wo er ganz schnell dran vorbeifliegt. Das kann sonst was sein. Wahrscheinlich ist er an einem Folienballon dran vorbeigeflogen oder so. Und dann sagen die, ja, und das ist das, was wir jetzt die meiste Zeit haben. Also ne, das ist jetzt nichts Besonderes hier und so. Und also im Mai 2022 haben sie dieses erstes UFO-Briefing im Kongress gemacht. Es war unterirdisch, das war nicht außerirdisch, es war unterirdisch.
Im Juni 22 kündigt die NASA ihr eigenes UFO-Projekt an. Im Juli 22 gründet das Pentagon dieses Arrow, diese UFO-Meldebehörde. Und Ende 2022 wird ein Whistleblower-Gesetz plötzlich vorbereitet. Und zwar, der US-Kongress will in dem, also das NDAA ist das National Defense Authorization Act, also das Verteidigungshaushaltsgesetz der USA. Ja? So. Und da haben die in diesem, weil die das jedes Jahr neu verabschieden, welches Geld jetzt wohin verteilt wird in diesem riesigen, gigantischen Verteidigungsapparat der USA, haben sie ein Meldeverfahren für UFO-Whistleblower eingeführt. Und zwar, damit amtierende oder frühere Mitarbeiter und Auftragnehmer der Regierung UAP-relevante Informationen an die UAP-Abteilung im Pentagon, also an Arrow, übermitteln können. Und Arrow soll diese Infos dann an die Streitkräfte und Geheimdienstausschüsse im US-Kongress weiterleiten. Und dazu zählen, jetzt zitiere ich mal, A, jedes Ereignis im Zusammenhang mit nicht identifizierten anomalen Phänomenen und B, jede Aktivität oder jedes Programm eines Ministeriums oder einer Behörde der Regierung oder eines Auftragnehmers eines solchen Ministeriums oder einer solchen Behörde in Bezug auf nicht identifizierte anomale Phänomene, einschließlich Materialbeschaffung, Materialanalyse, Reverse Engineering, Forschung und Entwicklung, Erfassung und Verfolgung, Entwicklungs- oder Betriebstests und Sicherheitsschutz und Durchsetzung. Also gehen denn die Abgeordneten im US-Kongress im Dezember 2022 tatsächlich davon aus, dass es irgendwelche geheimen UFO-Programme geben sollte, die für die Bergung von aufgefundenen UFOs verantwortlich sind und dann versuchen, diese Technologie nachzubauen, und dass es da Mitarbeiter gibt in diesen ultrageheimen Projekten, von denen der US-Kongress nichts weiß? Haben die nicht alle Untertassen im Schrank? Das haben sich viele damals gedacht, deswegen, es gab diese kognitive Dissonanz bei den vielen Mainstream-Kollegen in Deutschland, weil das haben die dann gleich, haben sie gleich hinten runterfallen lassen, weil wie willst du denn damit umgehen? Das passt überhaupt gar nicht in das Narrativ, was in der deutschen Öffentlichkeit vorherrschte. So, dann im September 22 habe ich einen interessanten Mann getroffen. Das ist Christopher Mellon hier. Und dieser Mann ist der ehemals dritthöchste Geheimdienstler im Pentagon. Also als Deputy Assistant Secretary of Defense for Intelligence. Also das ist dann der stellvertretende, also Leute, jedenfalls, man muss sagen, der dritthöchste, der hatte auch wirklich viel zu tun mit den Geheimdienstausschüssen im US-Kongress. Ist eine große Nummer, er kommt aus der einflussreichen Mellon Family und er war unter zwei US-Administrationen, also unter George W. Bush und unter Bill Clinton war er im US-Verteidigungsministerium und dort unter anderem auch für den Schutz von kritischen Infrastrukturen, Sicherheit und Spionageabwehr zuständig. Und er ist eigentlich 2004 aus der Regierung ausgeschieden, aber 2017 hat er sich dann mit der To the Stars Academy und dem früheren ATIP-Leiter Luis Elizondo zusammengetan, um dieses Thema in der UFOs in der Öffentlichkeit zu promoten. Er ist auch derjenige, der diese drei UFO-Videos an die New York Times gesteckt hat. Ja? Und der hat mir im September 2022, als dieses UFO-Whistleblower-Gesetz gerade in Vorbereitung war, da hat er mir Folgendes gesagt. 2016 hat Leslie Kane Sie zum ersten Mal über UFOs interviewt. Da haben Sie gesagt, in Ihrer Zeit in der Regierung haben Sie nie einen Hinweis darauf gefunden, dass die Regierung irgendwas über diese Objekte weiß. Aber vor kurzem haben Sie das Gegenteil gesagt. Ja. Was hat Sie dazu gebracht, Ihre Meinung zu ändern? Neue Informationen. Was für neue Informationen? Seit ich mich wieder mit diesem Thema befasse, habe ich eine andere Gruppe von Leuten getroffen. Und deren Informationen deuten darauf hin, dass es ein Programm gab, das nicht unter unser normales Überwachungsverfahren für sogenannte Special Access Programs und Black Programs fiel. And I can't
Ich kann aber nicht bezeugen, dass es ein solches Programm gibt. Und genau deshalb versucht der Kongress herauszufinden, ob das der Fall ist. Ich kann nur sagen, dass ich Grund zu der Annahme habe, dass es wahr sein könnte. Es gibt glaubwürdige Personen, die behaupten, sie hätten das aus erster oder zweiter Hand erfahren. Ich muss aber auch zugeben, dass es viele Menschen gibt, von denen man annehmen würde, dass sie, wenn es der Fall wäre, davon wissen müssten, die aber behaupten, dass es nicht stimmt. Das sind sehr, sehr hochrangige Militärs oder sogar Verteidigungsminister oder andere hochrangige Leute, die wissen sollten, ob es ein solches Programm gibt. Oder zumindest müsste man das annehmen, aber wenn man das Thema anspricht, rollen sie nur mit den Augen, so nach dem Motto, ach, nicht schon wieder dieser UFO-Kram. Es gibt also sehr widersprüchliche Informationen aus scheinbar glaubwürdigen Quellen auf beiden Seiten. Deshalb führt der Kongress ein Verfahren ein, wodurch die Personen, die behaupten, gewisse Informationen zu haben, diese ohne Angst vor Strafverfolgung und vor Verstößen gegen Geheimhaltungsvereinbarungen mitteilen können. Nicht der Öffentlichkeit mitteilen, sondern diesem Amt, das die Informationen dann an den Kongress weiterleiten wird. Und dieses neue Gesetz gilt ja auch für private Vertragsunternehmen der Regierung. Ja. Warum ist das so? Einer der Vorwürfe ist, dass die USA entweder gelandete oder abgestürzte Objekte geborgen haben, vielleicht sogar mehrmals, und dass das Material an einige unserer privaten Luft- und Raumfahrtunternehmen übergeben wurde, die unsere modernsten Flugzeuge bauen und so weiter, damit sie es erforschen und verstehen. Es könnte sich also um eine Wissens- und Informationsquelle handeln. Und möglicherweise sind sie sogar im Besitz einiger dieser Materialien. Daher will man sie in den Umfang der Untersuchung und in dieses neue Gesetz einbeziehen. Weil diese privaten Unternehmen möglicherweise im Besitz von nachgebauter Technologie sind? Richtig. Das heißt nicht, dass sie mit dem Nachbauen erfolgreich waren. Eine der Anschuldigungen ist, also ich sollte mich zum Beispiel mit einem Mann treffen, der angeblich bei einem dieser Luft- und Raumfahrtunternehmen gearbeitet hat und direkt in diese Aktivitäten involviert gewesen sein soll. 2 Wochen vor dem Treffen starb er an einem Herzinfarkt. Geimpft, hat ja jemand gesagt. Nee, aber das ist nicht lustig. Wenn das stimmt, was er da sagt, dann sind da Leute umgekommen. Und das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Denn wie man hört, ist das öfter vorgekommen, als man es für möglich hält. Dass Leute umgebracht worden sind, um die Geheimniskrämerei zu bewahren. So, dann, wir sind immer noch bei dem geschichtlichen Abriss. Ja, im Oktober 22, also kurz nach diesem Interview, verkündet dann die NASA, dass sie ihr unabhängiges Forschungsteam für UAPs starten will, mit 16 Experten aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen. Astrobiologen, Computerwissenschaftler, Astrophysiker und auch ein ehemaliger Astronaut, aber kein einziger UFO-Forscher darunter. Immerhin hat der Vorsitzende der Kommission mal ein UFO-Paper verfasst und in vielen Massenmedien wird berichtet, dass diese Expertenkommission jetzt das UFO-Rätsel untersuchen wird, und zwar unabhängig vom Pentagon und von Arrow und dem militärischen UAP-Programm im Pentagon. Und die Studie soll sich darauf konzentrieren, alle verfügbaren Daten zu identifizieren, wie die NASA in Zukunft am besten UFO-Forschung machen kann, unabhängig vom Pentagon. So, im Dezember 2022 verabschiedet dann der US-Kongress dieses Whistleblower-Gesetz. Das geht tatsächlich durch, ohne jede Änderung. Und nochmal hier das, was ich vorhin vorgelesen habe, da steht drin, jede Aktivität eines Ministeriums oder Behörde soll gemeldet werden in Bezug auf unidentifizierte anomale Phänomene, in Bezug auf Materialbeschaffung, Materialanalyse, Reverse Engineering, Forschung und Entwicklung. Ja, so. Und das war das wirklich, wie gesagt, was ist hier los? So,
Da begann das Jahr 2023 schon, bevor es begonnen hatte, wurde es sehr spannend, weil wir uns alle gesagt haben, die wir in diesem, also alle UFO-Forscher, was machen die da jetzt eigentlich? Was passiert denn da jetzt in den USA? Und wir wurden dann richtig erwischt im Februar 2023, als wir in der Presse lesen, der US-Präsident erteilt UFO-Abschussbefehl. Es gab sogar einen Tagesschau-Artikel, den habe ich jetzt hier nicht gezeigt. Die Geschichte noch mal ganz kurz zusammengefasst. Im Februar 2023 entdeckte ein Lokalreporter in Montana eine große weiße Kugel, die hoch am Himmel schwebt, alarmiert die Bevölkerung. Das Pentagon berichtet, es ist ein Spionageballon. Alle großen US-Medien berichten drüber. Die Geschichte geht weltweit viral. Im US-Fernsehen sieht man bei der Wettervorhersage, wo der Ballon als nächstes langschwebt und wie man am besten einen Blick darauf erheischen kann. Ein Sheriff twittert, versuchen Sie nicht auf das Objekt zu schießen, die Kugeln können es nicht erreichen und so, ja. Wirklich, kein Scheiß. Und dann haben sie es aber, als es dann am 3. Februar hat China zugegeben, dass es ihr Ballon ist, dass er aber nur ziviler Natur sei und nicht für Spionage, sondern für meteorologische Forschung genutzt wird. Und einen Tag später schießen Kampfflugzeuge der US Air Force das Ding ab. Der Pressesprecher des Pentagons sagt, das ist eine inakzeptable Verletzung der US-Souveränität und es gibt richtiges diplomatisches Tauziehen darum. Aber in den Tagen danach, am 9., am 10. und am 11. Februar wurden jeweils ein weiteres komisches Ding von der US-Luftüberwachungsstelle NORAD entdeckt auf dem Radar und die haben Kampfjets hinterhergeschickt und die hatten nichts mit diesem Ballon hier zu tun. Die waren viel kleiner, etwa von der Größe eines Autos und haben sich auf eine komische Weise bewegt. Es wird in einem Fall berichtet, dass das Objekt zylindrisch und silbergrau gewesen sei. Und dann, das hat CNN berichtet, einige Piloten hätten laut CNN auch berichtet, dass dieses UFO ihre Sensoren gestört hätte. Ganz komisch. Und die haben sie dann auch abgeschossen, über Kanada auch, über den USA. Und inmitten dieses ganzen Rätselratens ergreift die Regierung Joe Biden plötzlich Maßnahmen gegen chinesische Technologie- und Luftfahrtunternehmen, weil sie Chinas militärische Modernisierung unterstützen, Flugzeug- und Ballonprogramme, und der US-Kongress verlangt Antworten, die Senatoren äußern sich besorgt und verwirrt, und am 16. Februar meldet sich Präsident Biden dann öffentlich zu Wort und erklärt, es gibt keine Beweise, dass die Objekte was mit chinesischer Spionage zu tun hätten, und sagt, das müssen wohl irgendwelche privaten Forschungs-, was weiß ich, keiner weiß was, so. Suche nach UFO-Trümmern wird eingestellt, weil das US-Militär also angeblich nicht in der Lage wäre, diese abgeschossenen Dinger zu finden. Was völlig unglaubwürdig ist. Es ist ja später noch ein Brief aufgetaucht, wo sie einen Brief an den Verteidigungsminister von Kanada oder an den kanadischen Premierminister. Und da steht drin, ja, wir haben jetzt von dem Objekt 27... haben wir jetzt, ist die Auswertung von dem geborgenen Zeug immer noch nicht ganz abgeschlossen. Also die Öffentlichkeit hat nur von drei Objekten erfahren, aber wahrscheinlich gab es sehr viel mehr, die dann hier untersucht worden sind. Und warum haben die plötzlich so viele Sachen auf dem Radar gehabt? Weil die ihre Filter geöffnet hatten. Das militärische Radar, die haben natürlich, da gibt es viele Störsignale und so, da haben die Sachen ausgeblendet, die ihr Radar blockieren. Vogelschwärme, also alles, was sich nicht so bewegt wie ein konventionelles Flugzeug, wurde erstmal rausradiert. Und damit sind eben zum Beispiel dieser Spionageballon, aber auch die drei Objekte unsichtbar geblieben. Aufgrund der Empfehlungen von Luis Elizondo, Christopher Mellon und diesen ganzen Leuten im Hintergrund, die sich für die UFO-Sache einsetzen, haben sie mal die Filter geöffnet, haben festgestellt, potztausend, ja, der Luftraum wimmelt von solchen Objekten. Kurz gesagt, der Februar 2023 markiert einen Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung von UFOs. Ja? Zum ersten Mal wurden unidentifizierte Objekte über dem Territorium der USA offiziell abgeschossen, was einen Medienrummel ausgelöst hat, aber auch diplomatische Spannungen.
Und damit ist das UFO-Thema für die US-Regierung und die ganze Welt zu einem plötzlich zu einem echten und sichtbaren Problem avanciert. Nichts mehr von, was Tante Elsbeth vom Balkon gesehen hat nach drei Schnaps. Ja? Sondern hier geht es jetzt wirklich um, was die Militärs auf dem Radar gesehen haben. In der entsprechend ernst nehmen das dann natürlich auch die anderen Länder. Russland hat völlig unbemerkt von Deutschland oder von den westlichen Medien seine eigene offizielle UFO-Forschung gestartet im März 2023. Jedenfalls das, was davon offiziell bekannt ist. Man muss ja sagen, dass die Russen das schon lange machen. Also die haben ja das längste und größte UFO-Forschungsprogramm überhaupt gehabt in der Sowjetunion. Und das ist dann nach dem Ende des Kalten Krieges in sich implodiert, natürlich wie alles in der Sowjetunion, und ist dann jetzt langsam wieder aufgenommen worden. Also hier das Institut für angewandte Mathematik der Russischen Akademie der Wissenschaften verkündet hier in ihrem Telegram-Kanal im März, dass sie ein wissenschaftliches Programm zur Erforschung von unidentifizierten Flugobjekten anfangen. Und die Wissenschaftler bitten darum, ungewöhnliche Objekte oder Phänomene am Himmel per E-Mail zu melden und den Zeitpunkt und die Umstände der Beobachtung anzugehen. Ja. So, und übrigens in Brasilien und Mexiko, das haben wir ja auch mitbekommen, da gab es auch Anhörungen. Hier, der Generalmajor John Olson von der US Space Force tritt im internationalen Pressezentrum in New York vor die ausländische Presse. Die Einladung, da stand drin, wir wollen sagen, wie die Space Force, ich zitiere jetzt, wie die Space Force daran arbeitet, eine Truppe aufzubauen, die bereit ist, ihre Konkurrenten auszustechen und gleichzeitig Daten und Technologien zu nutzen, um die Überlegenheit im Weltraum mit Verbündeten und Partnernationen auf der ganzen Welt zu erhalten. So, das stand da drin. Und er wurde auch gefragt zu UFOs, und da hat er gesagt, das sind nicht nur Vorfälle, die in den USA passieren, sondern die sind weltweit und wir sammeln diese Informationen. Und er ruft die internationale Presse zu einer stärkeren Zusammenarbeit und Kooperation in diesem Bereich auf, weil es da auch verschiedene Technologien gibt, die zur Klärung beitragen könnten. So, also das heißt, die USA rufen andere Länder dazu auf, ihre Erkenntnisse zu teilen, und das ist natürlich dann in dem Moment auch eine strategische, geostrategische Überlegung für viele andere Länder. Die müssen sich jetzt überlegen, wollen wir unsere geheimsten Geheimnisse mit den Amerikanern teilen? Ja oder nein? Wenn ja, dann haben wir keine geheimen Geheimnisse mehr. Wenn nein, dann wirkt das auf die verdächtig, denn es scheinen ja viele, viele Länder, über 30 Länder auf der Welt haben ja solche Akten, scheinen ja alle was darüber zu wissen. Ja, und wenn man jetzt selber so ein Reverse-Engineering-Programm betreibt und dann diese Erkenntnisse mit den USA überlegt zu teilen, sollte man sich das vielleicht besser genau überlegen, denn es könnte ja sein, dass die Technologie, dass die Amerikaner irgendwann auf die Idee kommen, diese Technologie dann auch einzusetzen, ja? Also wenn man sich die Liste der Angriffskriege der USA in den letzten Jahrzehnten anguckt, denke ich, sollte man sich das nochmal genau überlegen. Aber das ist, damit merkt man, das Thema UFOs ist jetzt wirklich eine krasse politische, geostrategische Angelegenheit geworden im letzten Jahr, was vorher jahrzehntelang ganz anders war. So, im April verkündet der Vatikan, dass sie jetzt auch sich mit komischen Phänomenen auseinandersetzen. Zu Marienerscheinungen, Lakrimationen, innere Eingebungen, Stigmata und andere mystische Phänomene, die im Gange sind oder bereits stattgefunden haben. Und jetzt soll die kirchliche Autorität sozusagen die Echtheit bestätigen, mithilfe eines neuen Gremiums in der neuen Beobachtungsstelle für Marienerscheinungen. Und der Heilige Stuhl ruft natürlich auf zur internationalen Kooperation und zu Informationen und so weiter und so fort. Also wir sehen, das Thema geht rund auf der Welt. Ja? So, dann kommt hier auch im April 2023 eine neue Anhörung. Diesmal treten nicht diese beiden Geheimdienstler auf wie beim letzten Mal, sondern der Chef von dieser UFO-Forschungsbehörde und sagt interessanterweise, also Arrow, Dr. Sean Kirkpatrick sagt, ich möchte klarstellen, dass Arrow
bisher keine glaubwürdigen Beweise für außerirdische Aktivitäten, außerweltliche Technologien oder Objekte gefunden hat, die den bekannten Gesetzen der Physik widersprechen. So, das ist doch jetzt meine Ansage. Und dann zeigt er aber diese Folie, die habe ich geklaut aus seinem Vortrag. Was heißt geklaut? Es ist Open Source, ich darf das, ja. Hier sehen wir die meistberichteten Erscheinungen oder die meistberichteten Eigenschaften von UAPs laut der UFO-Forschungsstelle im Pentagon. Und jetzt kommt hier dieser tolle Laser ins Spiel. Ich muss aufpassen, dass ich niemanden damit erschieße. Ach, das ist ein irdischer Laser, da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Also, hier sehen wir, die Form ist normalerweise rund oder atypisch. Die Größe ist 1 bis 4 Meter. Farbe ist weiß, silbern oder durchscheinend. Höhe ist 10.000 bis 30.000 Fuß. Geschwindigkeit stationär bis Mach 2, das bedeutet zweifache Schallgeschwindigkeit. Antrieb ist nicht thermisch, also es wird kein thermischer Auspuff, keine thermischen Auspuffgase erfasst. Auf dem Radar gibt es sporadische Ausschläge im X-Band zwischen 8 und 12 Gigahertz. Im Funk gibt es auch solche sporadischen Erfassungen von 1 bis 3 Gigahertz und 8 bis 12. Und was thermische Signale sind auch sporadisch im Kurzwellen-Infrarot- und Medienwellen-, also Mittelwellen-Infrarot-Bereich. Und die Hälfte, mehr, fast etwa die Hälfte der Sachen sind rund, ja, wie eine Kugel. Und meistens fliegen sie da, wo die Flugzeuge fliegen. Und hier sind die Hotspots. Also hier an den Stellen, wo es farbig ist, da knallt es interessanterweise hier in Polen auch. Das ist interessant. Und dann, das sind also die Eigenschaften, wo er sagt, das sind also keine außerweltlichen Technologien, nichts Außerirdisches und so. Und das sind Objekte, die schweben stationär in der Luft und beschleunigen dann auf zweifache Schallgeschwindigkeit, ohne dass sie dabei eine Hitze im Antrieb produzieren. Ja? Wie ist das möglich? Und dann zeigt er noch ein interessantes Video, das er freigegeben hat anlässlich dieser Dings. Und das zeigt eben eine so eine Kugel, die zischt jetzt hier gleich, da ist sie, da, wusch. Da kommt der Sensor gar nicht hinterher. Das wurde irgendwo im Mittleren Osten aufgenommen. Und zwar am 12. Juli 2022. Eine dieser silbernen glänzenden Kugeln, die angeblich so häufig gesehen werden. Das ist also nur ein Beispiel für ein unidentifiziertes anomales Phänomen, von dem dieser Dr. Sean Kirkpatrick sagt, dass es sich nicht um außerirdische Aktivitäten, nicht um Technologien aus anderen Welten und auch nicht um Objekte handelt, die den bekannten Gesetzen der Physik widersprechen. Aber wenn wir uns jetzt diese Kugel genau angucken, die läuft jetzt nochmal durch, dann sehen wir, da gibt es überhaupt keinen sichtbaren Antrieb. Es gibt keine Propeller und keine Tragflächen. Und trotzdem ist das mit ziemlich hoher Geschwindigkeit unterwegs. Er hat bei der NASA über dieses Video gesagt, das ist ein typisches Beispiel für die Dinge, die wir am häufigsten sehen. Wir sehen die überall auf der Welt und wir sehen, dass sie sehr interessante, scheinbare Manöver durchführen. Ich möchte jedoch betonen, dass dieses Exemplar keine rätselhaften technischen Fähigkeiten zeigte und keine Gefahr für die Sicherheit in der Luft darstellte. Also was genau ist das jetzt eigentlich? Also heißt das, dass der Dr. Kirkpatrick von Arrow weiß, mit welcher Technologie diese silberne Kugel angetrieben wird? Und wenn sie nicht außerirdisch ist, woher kommt sie dann und was für eine Technologie steckt da eigentlich dahinter? Das muss was sein, was keiner weiß. Das muss eine völlig neue Technologie sein, die im Geheimdienstapparat irgendwo tief verborgen ist. So, im Mai 2023, Entschuldigung hier, das ist noch auf Spanisch, das heißt, das ist die unabhängige NASA-Forschungsgruppe. Da haben die eine Show gemacht, um zu zeigen, dass es vorangeht mit ihrer unabhängigen Expertenberichtsgeschichte und haben aber nichts Neues erzählt. Sie haben nur nochmal ihre Zweifel und ihre Skepsis zum Ausdruck gebracht. Übrigens, das hier ist die Tochter von Frank Drake, dem Gründer von SETI, die heißt Nadja Drake.
Und die ist also genauso skeptisch wie ihr Vater, den ich mal interviewt habe dazu. Und es gibt auch den Astronauten Scott Kelly, wo ist er? Ich kann ihn gerade nicht sehen. Hier. Der ist auch ganz skeptisch, sagt, optische Illusionen gibt es immer, Pilot, das gibt's, also wenn man im Pilot im Weltraum unterwegs ist, das sieht man immer mal komische Sachen und so. Und Nadja Drake sagt, ich wäre enttäuscht, wenn die große Erkenntnis wäre, dass die Studie die Überzeugung untermauert, dass UAP ein Beweis für außerirdische Technologien sind. Diese Punkte passen nicht zusammen, Klammer auf, noch nicht und vielleicht werden sie das auch nie. Ja, so. Aber immerhin erfahren wir jetzt bei dieser komischen Veranstaltung, wo die da zusammensitzen in ultrasteif Stock im Hintern oder vielleicht auch eine Aliensonde, wer weiß das schon. Haupterkenntnis dieser ganzen Show, die NASA wird keine klassifizierten Informationen in ihre Studie einfließen lassen. Also nichts, was irgendwie vom Militär kommt, darf NASA bekommen, um darüber etwas zu sagen oder die Informationen zu nutzen. Und der Forschungsdirektor der NASA, Dan Evans, das ist der hier ganz außen, wenn ich mich richtig, der hier, gibt zu, dass er sich mit Vertretern der Five Eyes Geheimdienstgemeinde getroffen hat. Die Five Eyes sind ja dieser wichtige, riesengroße, mächtige Zusammenschluss der Geheimdienste von USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Und sie sagen nur so viel, dass es einen umfassenden Datenaustausch zwischen der NASA und den Five Eyes geben soll. So. Also das war am 31. Mai 2023. Jeder, der sich das angeguckt hat, hat gesagt, es war wirklich schwer auszuhalten. So, und dann plötzlich am 5. Juni tritt der Whistleblower auf. David Charles Grusch. Früher bei der National Reconnaissance Organization, NRO, das sind die, die für die Spionagesatelliten zuständig sind. Also die Bilder auswerten von den weltraumgestützten Aufklärungsplattformen. Dann die National Geospatial Agency und er war vor allem, das ist das Wichtige, er war der Verbindungsoffizier der NRO bei der UAP Task Force, die ja gegründet worden war, um aufzuklären, was die US-Regierung denn so weiß über UFOs. Ja, und da hat er wohl offenbar ein bisschen mehr rausgefunden, als man für möglich gehalten hat. Also am 5. Juni erscheint völlig überraschend dieser umfassende Artikel von zwei New York Times-Journalisten, von Ralph Blumenthal und Leslie Kane. Und es ist nicht nur überraschend, dass der Artikel nicht in der New York Times erscheint, sondern in The Brief, sondern was vor allem interessant ist, ist natürlich sein Inhalt. David Charles Grusch stammt, eigenen Angaben zufolge, aus einer Arbeiterfamilie in Pittsburgh, hat vor 18 Jahren ein Stipendium der Air Force bekommen für ein Physikstudium, hat 14 Jahre lang ihm zufolge als Geheimdienstoffizier gearbeitet und wurde vor einem Einsatz in Afghanistan auch zum Captain befördert und war zuletzt für die National Geospatial Agency für UAPs mitverantwortlich und hat im April 2023 den Dienst quittiert. Und er sagt, er hatte eben als Mitarbeiter der UAP Task Force eine sehr hohe Sicherheitsfreigabe, die es ihm gestattet hat, über jedes Geheimprojekt informiert zu werden, das er für seine Tätigkeit benötigte. Und in dieser Eigenschaft sei er von zahlreichen amtierenden oder früher leitenden Geheimdienstoffizieren kontaktiert worden, die ihm Dokumente und andere Beweise gesteckt haben, eben über die Existenz eines streng geheimen Programms zur Bergung von nichtmenschlichen Fluggeräten. Und hier sind die Kernaussagen. Es gibt also mehrere dieser Programme, die sind im Besitz von vollständig intakten oder teilweise intakten Fluggeräten nichtmenschlicher Herkunft, also sie sind nicht abgestürzt. Das nochmal ganz wichtig. Das sind keine abgestürzten Fluggeräte. Woher die kommen? Keine Ahnung. Man munkelt, einige auch archäologisch geborgen. Ja. Es seien leicht, das muss man sich überlegen, das ist Indiana Jones. Ja. Das hat Tim Burchett gesagt, der Kongressabgeordnete, der diese Anhörung organisiert hat von David Grusch, zu der wir gleich kommen. Der hat jetzt neulich im Interview gesagt, einige dieser Objekte sind bei Ausgrabungen wohl gefunden worden, was er so gehört hat. Das ist doch der Hammer, wenn das stimmt. Es seien auch Leichen der Besatzungen geborgen worden.
Also bis zum heutigen Tage werden solche Bergungen durchgeführt. Zahlreiche Geheimdienstbeamte hätten Grush auf diese Fluggeräte und auf die Programme aufmerksam gemacht, aber es wurden Informationen darüber vorenthalten, obwohl David Grush eben die Aufgabe hatte, diese Informationen einzuholen. Und es ist alles vor einer ordnungsgemäßen Überaufsicht durch den US-Kongress abgeschirmt. Es gäbe seit Jahrzehnten einen öffentlich unbekannten Kalten Krieg um geborgene physische Materialien, um UFO-Abstürze, Landungen zu identifizieren und Überreste zu Reverse-Engineering-Zwecken für die nationale Verteidigung nutzbar zu machen. Und eine ganze Armee von Menschen in diesem Programm möchte eine Veränderung. Das stand da drin. Und jetzt muss man dazu sagen, das Verrückte, ja. Also jeder, der jetzt sich anguckt, was die Amerikaner denn sonst noch so machen auf dem Planeten, fragt sich, also warum sollte denn jetzt ein US-Geheimdienstler auspacken über das größte Geheimnis aller Geheimnisse der USA, wo doch der US-Geheimdienst ansonsten sichtlich darum bemüht ist, die ganze Sache geheim zu halten. Das ist doch eigentlich ein Widerspruch, oder? Ist das hier so eine gesteuerte Aktion? Ist das jetzt hier so ein, was hat der hier vor? Und diese Frage, die hat mich auch beschäftigt und die habe ich Ralph Blumenthal gefragt. Habe ihn ja jetzt schon mehrfach interviewt und es ist jetzt taufrisch, was ihr jetzt seht. Das habe ich noch nicht veröffentlicht. Mein letztes Interview mit Ralph Blumenthal. Ralph Blumenthal, wie gesagt, der Autor, der diese Enthüllung jetzt mit David Grush überhaupt bekannt gemacht hat, von der New York Times. Ja? Und das ist das auf die Frage, was er mir dazu gesagt hat. Warum sind einige Fraktionen im Geheimdienst für die Enthüllung dieses Wissens und andere sind dagegen? Wie verlaufen eigentlich die Fraktionen in all dem? Kannst du das erklären? Sehr schwierig. Das ist eine ziemlich zwielichtige Welt. Die gesamte Geheimdienststruktur ist sozusagen stovepiped. Das heißt, dass jede einzelne Einheit nur das weiß, was sie selbst tut. Und Informationen werden nicht weitergegeben. Diese UFO-Informationen oder UAP-Informationen in der Regierung unterliegen einer unglaublichen Geheimhaltung. Es gibt sogenannte spezielle Zugangsprogramme. Das sind die Hüter der tiefsten Geheimnisse in der Regierung. Und ich glaube, es gibt wohl keinen Bereich in der Regierung, der so sorgfältig geschützt wird wie die Informationen über UFOs, nicht einmal in der Atomtechnologie oder Verteidigungsstrategie. Es gibt also diese geheimen Informationsbereiche, die nur sehr, sehr wenige Menschen mit sehr hohen Geheimhaltungsstufen kennen. Und die reden nicht untereinander. Normalerweise wird nicht einmal der Präsident der USA über diese Dinge unterrichtet. Solche Sachen werden nur von sehr, sehr wenigen Personen, die nicht miteinander reden, auf einer Need-to-Know-Basis genutzt. Es geschieht also sehr selten, dass Leute aus dem Establishment darüber Auskunft geben. Und sie reden nur, wenn sie anonym bleiben. Aber es ist ja eine Art Bedingung für seriöse Journalisten, dass sie mit Leuten reden, die dann auch ihren Namen nennen. Doch die wollen das nicht. Sie können sich also nur anonym äußern, was ihre Glaubwürdigkeit natürlich herabsetzt. Und sie sprechen nur mit wenigen Journalisten, die einen guten Zugang haben, wie Ross Coulthard und Leslie und mir und ein paar anderen. George Knapp. Also so sieht es aus. Ich meine, es gibt nur sehr, sehr wenige Leute, die davon wissen und noch weniger Leute, die bereit sind, darüber auszupacken. Das ist also ein sehr, sehr schwieriges Geschäft. Das kann ich mir wirklich vorstellen, dass es extrem schwierig ist, an solche Leute ranzukommen und über die zu berichten. Und trotzdem haben Ralph Blumenthal und seine Kollegin Leslie Kane es geschafft, andere Zeugen aufzutreiben, die David Grush, den Whistleblower, bestätigen. Zum Beispiel diesen Mann hier, US Army Oberst im Ruhestand, Carl E. Nell, das war der Chef von David Grush. Er sagt, Grush ist über jeden Zweifel erhaben. Seine Behauptung über die Existenz eines terrestrischen Wettrüstens in den letzten 80 Jahren im Verborgenen und über die Existenz von Reverse Engineering von Technologien unbekannten Ursprungs ist grundsätzlich richtig. Ebenso wie die unbestreitbare Erkenntnis, dass einige dieser Technologien unbekannten Ursprungs von nichtmenschlicher Intelligenz stammen. Das sagt dieser Mann, der mit Gesicht und mit Namen und Rang
dahinter steht. Sie haben auch noch einen amtierenden Geheimdienstler von National Air and Space Intelligence Center gefragt, der sich nicht mit Namen, nicht mit echten Namen und auch nicht mit Gesicht, aber trotzdem nachprüfbar hier gemeldet hat. Das National Air and Space Intelligence Center, NASIC, ist übrigens das wichtigste Analysezentrum der USA in Sachen ausländische Luft- und Raumfahrtbedrohungen. Also das ist ein ganz wichtiger Geheimdienstclub. Und er sagt, das Phänomen ist der nichtmenschlichen Intelligenz ist real, wir sind nicht allein. Die Existenz komplexer historischer Programme zur koordinierten Suche und Untersuchung exotischer Materialien, die bis ins frühe 20. Jahrhundert zurückreichen, sollte nicht länger ein Geheimnis bleiben. Und es ist ein globales Phänomen, aber wir haben noch keine globale Lösung dafür. Er sagt auch, verschiedene Behörden hätten ein breites Spektrum an hochentwickelten, weltraumgestützten Plattformen im Einsatz, also Satelliten, um die außerweltliche Beschaffenheit, Leistung und das Design dieser anormalen Maschinen zu beobachten und genau zu identifizieren. Und derartige Bergungsoperationen sind nicht nur auf die USA beschränkt. So, und was passiert also jetzt, nachdem dieser Artikel im Juni 2023 veröffentlicht wurde, nicht in der New York Times, sondern in The Debrief? Es passiert in den amerikanischen Massenmedien nichts, aber die Sache geht rum wie ein Lauffeuer. Plötzlich hat mich auch der Fokus angerufen. Also, die haben mich kurz vor der Anhörung haben sie mich angerufen und gesagt, Herr Fleischer, also wir wissen ja, Sie machen ja das mit den UFOs und jetzt sieht es so aus, als würde das jetzt demnächst große Aufmerksamkeit bekommen. Haben Sie nicht Lust für uns, was darüber zu schreiben? Ich sage, lassen Sie mich kurz überlegen. Also die sind jetzt auch beim Fokus halt drauf gekommen, dass es ein echtes, interessantes, wichtiges Thema ist. Ja? Aber ansonsten wurde das in den Massenmedien ignoriert, in den USA von den Massenmedien, von New York Post und New York Times, Washington Post, Politico, gar nicht weiter beachtet. Aber der US-Kongress, der hat es sehr, sehr ernst genommen, was David Grush gesagt hat über dieses geheime Forschungs- und Bergungsprogramm. Und darum kam es dann im Juli zu einer Anhörung unter Eid. Sie sehen hier, die heben hier ihre Hände. Ganz links sehen wir Ryan Graves, ein früherer Navy-Pilot. In der Mitte David Grush und rechts sehen wir David Fravor. Und das war auch ein Captain, ein Navy-Pilot. Also während diese beiden Piloten eben über ihre Nahbegegnungen mit UFOs berichtet haben, hat David Grush versucht, was über dieses geheime Programm auszupacken. Es ist ihm aber nicht ganz gelungen und es ist ihm deshalb nicht ganz gelungen, weil diese Anhörung von vornherein behindert worden ist. Also sie haben versucht, den David Grush in einem SCIF zu verhören. SCIF ist ein Sensitive Compartmented Information Facility, eine Einrichtung, wo man nur rein darf, wenn man eine bestimmte Sicherheitsfreigabe hat, wo man hingehen muss, wenn man Informationen mit jemandem mitteilen will, die zu einem besonders geschützten Sonderzugangsprogramm gehören. Habe ich das jetzt richtig ausgedrückt? Kommt ihr da noch mit? Also, das ist sozusagen abhörsicherer Raum, wo nur ganz bestimmte Geheimdienstler rein dürfen und wo sie rein müssen, wenn sie über bestimmte Sachen mit anderen Geheimdienstlern reden wollen, weil die halt so geheim sind, diese Informationen. So. Und den Zugang zu diesem abhörsicheren Raum wurde ihnen verweigert. So, und ich lasse mal jetzt hier die Leute zu Wort kommen. Zuerst sehen wir hier Anna Paulina Luna. Warum sie diese Anhörung machen, das ist wirklich sensationell. In fact, the American people largely believe that the government has actively covered up the truth about UAPs. One poll in particular found that 68% of Americans believe that the government is hiding information about UAPs and not being honest about what we know about them. And from my personal experience, I believe the same thing. Another poll found that nearly half Americans believe that the federal government is doing a very bad or somewhat bad job of dealing with reports of UFO sightings. As Representative Burchett just referenced on the FAA bill that just went through, you can tell that that's exactly happening.
Considering the thousands of testimonies and videos taken on people's phones and eyewitnesses' accounts made by credible witnesses such as doctors, pilots, scientists, and active duty service members, it is unacceptable to continue to gaslight Americans into thinking that this is not happening or that the potential of intelligent life forms exists other than humans. Even more alarming is the fact that these eyewitnesses are many of times service members and have no assurance that their lives will not be negatively impacted or even harmed by their experiences. In being an active duty service member working on an airfield, I've had conversations with many pilots where they were in fear of coming forward for retribution and/or being taken off flight status. How do we know this? Because the government has said nothing to assure us otherwise. They have also done nothing to calm the concerns of over 20% of Americans who have reported to have seen UFOs or UAPs. We are simply told not to question the government and that the government has it under control. Today is the first hearing of its kind where we will attempt to get down to the bottom of what is actually happening with UAPs. But we will hear from people who have had personal sightings rather than Pentagon bureaucrats who have always been sent to stonewall our investigations. Just so that the press knows and the people know, we were even denied access to a classified briefing in a SCIF prior to this hearing due to the amount of hoops that we had to jump through to grant temporary clearance to witness Grush, who has knowledge of classified information. It is time to have an open-minded discussion on this topic, to hear the evidence and understand the magnitude of what this means, not just for our nation, but for humanity. Thank you, Chairman. I yield back the rest of my time. So überlegen Sie mal, was die Frau gerade dort im US-Kongress gesagt hat. Ich stelle mir das gerade im Deutschen Bundestag vor. Wie da wäre das, wenn die Frau Kramp-Knarrenbauer... Na gut. So, also die haben diese Anhörung entgegen vieler Widerstände doch irgendwie hingekriegt. Und es war sehr anstrengend. Allerdings haben sie nicht viel rausgekriegt. Aus David Grush nichts Neues. Das meiste ist halt so gelaufen wie das, dieser Ausschnitt, den ich jetzt hier zeige, wo sie David Grush befragen. Has the U.S. government become aware of actual evidence of extraterrestrial, otherwise unexplained forms of intelligence? And if so, when do you think this first occurred? I like to use the term non-human. I don't like to denote origin. Keeps the aperture open, both scientifically. Right. Certainly, like I've discussed publicly previously, 1930s. Okay. Can you give me the names and titles of the people with direct firsthand knowledge and access to some of these crash retrieval programs, and maybe which facilities, military bases that would the recovered material would be in? And I know a lot of Congress have talked about we're going to go to Area 51 and, you know, and there's nothing there anymore anyway. It's just, you know, and we move like a glacier, and as soon as we announce it, I'm sure the moving vans would pull up, but please. I can't discuss that publicly, but I did provide that information both to the Intel committees and the Inspector General. And we could get that in the SCIF if we were allowed to get in a SCIF with you. Would that be probably what you would think? Sure, if you had the appropriate accesses, yeah. What special access programs cover this information, and how is it possible that they have evaded oversight for so long? I do know the names. Once again, I can't discuss that publicly and how they've evaded oversight. In a closed setting, I can tell you the specific tradecraft use. All right. When do you think those programs began, and who authorized them? I do know a lot of that information, but that's something I can't discuss publicly because it's sensitive. All right. Also so kann man natürlich auch die Pflicht des und die Aufklärungspflicht des Aufklärungsbemühen des US-Kongresses torpedieren, indem man einfach dann sagt, du kriegst da keinen Zugang zu dem abhörsicheren Raum, wo du das sagen darfst. Ist doch irre, oder? Überlegt euch das mal. Ich meine, was soll denn das, wenn die Amerikaner, wenn das ein Spinner wäre, der dort unter Eid das ausgesagt hat? Das heißt, wenn der lügt, wandert der in den Bau. Ja? Aber wenn da nichts dran ist, dann sollen sie ihn doch quatschen lassen. Warum? Was haben die denn dagegen, dass dieser Mann auspackt? Und was sie dagegen haben, ist wahrscheinlich, dass da wohl doch mehr dran ist. Denn auch wenn David Grush selber nichts gesehen hat, sondern mit diesen Leuten geredet hat, er ist halt ein Ermittler. Er war ja der Ermittler der UAP Task Force und genau darum ging es ja. Das war ja das Problem. UAP Task Force sollte aufklären, was die US-Regierung über UFOs hat und weiß und ist gestonewalled worden, also ist behindert worden, diese Informationen zu kriegen und deswegen, also sie haben eben keinen Zugang zu diesem Programm bekommen und deswegen hat er 40 Leute interviewt oder 30 aus diesen geheimen Programmen und
vertritt die hier sozusagen vor dem US-Kongress. Und David Grush ist nicht der Einzige, der mit diesen Leuten aus diesen geheimen Programmen geredet hat, sondern zum Beispiel dieser Mann hier auch, Michael Schellenberger, sagt, er hat mit hochrangigen amtierenden ehemaligen Geheimdienstbeamten gesprochen. Alles große alte Hasen, ja, nachweislich 30 Jahre oder länger an solchen Programmen beteiligt gewesen. Er sagt auch, es gibt mindestens 12 bis 15 Fluggeräte, 6 davon sind in gutem Zustand. USA seien in der Lage, mindestens 1 davon selbst zu fliegen. Es würden weltweite Flugtests durchgeführt in Italien, Belgien und Indonesien. Das hat er auf seinem, den Link habe ich jetzt hier leider nicht, aber falls es jemanden interessiert, ich reiche den gern nach. Das ist auf seinem Public Substack. Michael Schellenberger ist, wie gesagt, ist nicht irgendein Journalist, sondern ist ein angesehener Investigativjournalist, der auch die Twitter-Files öffentlich gemacht hat. So. Und es tauchen dann noch weitere interessante Sachen auf, zum Beispiel dieses Schreiben eines kanadischen Abgeordneten an die kanadische Verteidigungsministerin im März. Und da empfiehlt er, dass die kanadische Regierung mal anfängt, sich einen Kommunikationsplan auszuarbeiten, um ihre Glaubwürdigkeit nicht völlig zu verlieren, wenn dann eben rauskommt, dass die Kanadier seit den 1950er Jahren eben doch an solchen Programmen gearbeitet haben, wo es um die Rückentwicklung von geborgenen UFOs ging. Und hier heißt es auch, dieses geborgene ausländische Material, also oder foreign, also fremdes Material, wird im Rahmen des Five Eyes Foreign Material Program untersucht. Das heißt, der US, also dieser mächtige Geheimdienstverbund, diese Five Eyes, die haben offenbar ein Programm laufen und sind da tief drin verwickelt. Es ist im Grunde ein supranationaler Geheimdienst. Keiner weiß so genau, was die Five Eyes machen. Das ist wirklich, wenn man sich auch mit Militärs aus anderen Ländern unterhält, die mit denen zu tun haben, die sagen, wir sind da eben immer so außen vor. Ein ehemaliger, na, das lasse ich jetzt mal weg. Also sagen wir, ein ziemlich hochrangiger ehemaliger Militär hat mir mal gesagt, wenn wir bei diesen NATO-Besprechungen waren, dann saßen die mit U anfangen, immer alle ganz hinten und zusammen am Tisch und haben getuschelt und wir haben da gar nicht mithören dürfen und so. So läuft das da. Okay, 30 Länder weltweit haben UFO-Akten. In fast allen Ländern ist das Militär zuständig für UFOs, bis auf Deutschland. In Deutschland hat ja der Sprecher vom Verteidigungsministerium immer angefangen zu lachen, wenn ich gesagt habe, machen Sie auch UFO-Forschung und wo sind die Akten und so. Wir machen doch hier keine UFO-Forschung im Verteidigungsministerium. Sehe ich jetzt wirklich nicht und so. Aber in 9 Ländern gibt es staatliche Untersuchungsstellen und alle Mitglieder der Five Eyes, Geheimdienste, sind da vertreten. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, wer hier alles UFOs registriert hat auf dem Radar und Akten dazu freigegeben hat oder so, allein diese Liste müsste jedem zeigen, dass dieses Phänomen real ist und dass die Militärs das äußerst ernst nehmen. So, jetzt kommen wir zu den neuesten Entwicklungen und dann möchte ich zum Schluss auf ein Thema kommen, was jetzt eigentlich auf dem Spiel steht. Also, am 14. September 2023 ist dann diese unabhängige UAP-Studie der NASA endlich rausgekommen, die immer wieder angeteasert worden ist. Hier, unsere unabhängigen Experten, die machen jetzt die unabhängige UFO-Studie und alle saßen mit Popcorn davor. Yeah, jetzt sagt uns die NASA, was mit den UFOs ist. Pustekuchen. Was rausgekommen ist, ist, dass die NASA überhaupt nicht in der Lage ist, unabhängige UFO-Forschung zu betreiben, weil die Auflösung von ihren Satelliten, die zur Erde gewandt sind, einfach nicht fein genug ist, um diese relativ kleinen UFOs überhaupt aufzunehmen. Denn die sind ja laut Arrow nur 1 bis 4 Meter groß. Da sind die NASA-Satelliten halt zu schlecht dafür. Und darum haben sie gesagt, wir sollten vielleicht Satellitenbilder von kommerziellen Anbietern nehmen, die haben höhere Bildauflösungen. Wir bohren bestehende NASA-Programme auf, so und auch das Meldesystem für Flugsicherheit der US-Luftaufsichtsbehörde. Und dann machen wir noch eine Handy-App, damit die Leute in der Öffentlichkeit selber Fotos von UFOs machen können und uns dann schicken und so. Und das werden wir alles ganz transparent und ganz offen für die Öffentlichkeit, ganz wissenschaftlich aufbereiten und für euch zur Verfügung stellen.
So transparent übrigens, dass sie den Namen des Direktors dieses UFO-Forschungsprogramms bei der Pressekonferenz gar nicht verraten wollten. Und zwar angeblich, weil das Stigma so groß sei und sie ihn vor irgendwelchen Angriffen aus der Öffentlichkeit beschützen müssten. Und nicht mal die Höhe des Budgets haben sie wirklich verraten. Und der Oberhammer ist ja, dass die ganzen Informationen dann gar nicht zu einem unabhängigen UFO-Forschungsergebnis führen, sondern die Raumfahrtbehörde soll lediglich ein Rädchen im Getriebe der umfassenden regierungsweiten UAP-Forschung der Vereinigten Staaten werden. Und das bedeutet, dass die NASA ihre Wetterdaten, was sie halt so haben, alles, das schicken die ans Pentagon, zu Arrow, zu dieser UFO-Forschungsbehörde, die auch noch Informationen von anderen Behörden bekommt und so. Und bei Arrow wird dann das Gesamtbild zusammengesetzt. Aber Arrow ist nicht verpflichtet, über dieses Gesamtbild in voller Gänze Auskunft zu geben. Das unterliegt ja der militärischen Geheimhaltung. Da hat sich die NASA also schön rausgeredet. Die können veröffentlichen transparent, was sie wollen. Sie haben keinen Zugang zu den klassifizierten Daten und sie haben auch gar keine Satelliten, die irgendwas dazu könnten und sind jetzt nur noch ein Teil dieses militärischen Aufklärungsprogramms. Aber in der Öffentlichkeit stellen sie es so dar, als würden sie unabhängig und ganz transparent UFO-Forschung machen. Also gucken wir mal, wie das weitergeht bei der NASA. Das ist so eine never-ending story. Es ist ein UFO-Enthüllungsgesetz geplant. Und das ist eben jetzt auch deshalb interessant, weil wir hatten ja vorher gehört, da gab es dieses UFO-Whistleblower-Gesetz, was die im Dezember 2022 verabschiedet haben. Und da alle haben schon gesagt, was ist mit denen los? Haha, Whistleblower. Und jetzt haben sie das UFO-Enthüllungsgesetz geplant. Da wollen sie im nächsten Verteidigungshaushaltsgesetz für das Jahr 2024 festschreiben, dass die Regierung ihre Informationen über hochentwickelte Fluggeräte nicht menschlicher Herkunft kontrolliert offenlegen soll. Und hier der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, das ist dieser Chuck Schumer, den wir hier sehen, der hat gesagt, ich zitiere, das ist der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, also das ist ein ganz wichtiger Politiker, ja, der hat gesagt, die amerikanische Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, über Technologien unbekannten Ursprungs, nichtmenschliche Intelligenz und unerklärliche Phänomene zu erfahren. Es gehe ja nicht nur um die Veröffentlichung bisheriger UFO-Erkenntnisse, sondern auch darum, eine Pipeline für künftige Forschungen zu schaffen, die veröffentlicht werden können. In diesem Gesetzesentwurf taucht der Begriff nichtmenschliche Intelligenz übrigens 22 Mal auf. Und die Wendung Technologien unbekannten Ursprungs ist in diesem Gesetzesentwurf sogar 23 Mal vertreten. Ich würde mir sowas auch gern mal wünschen, irgendwie bei so bundesdeutschen Gesetzen, dass man mal so ein bisschen Farbe da reinbekommt. Also es ist wirklich ein echtes, kann sich jeder durchlesen auf der Seite des Senates, um was es da geht. Und es gibt große Unterstützung für diesen Gesetzesentwurf. Allerdings, wenn man sich das genau überlegt, was dieser Gesetzesentwurf will, dann geht es darum, es ist eine Expertengruppe vorgeschlagen und vom Präsidenten abgesegnet werden soll, die dann darüber entscheidet, welche der Dokumente, die ihnen zugeleitet werden, an die Öffentlichkeit gehen und welche geheim bleiben. Also es wird eigentlich nur noch, muss man sagen, eine zusätzliche Kontrollschicht noch eingeführt und die Beobachter von innen, die versprechen sich keine großen Fortschritte daraus. Aber die Anhörung von David Grush hat dazu geführt, dass jetzt noch Dutzende weitere Whistleblower sich direkt an den Kongress gewendet haben. Die wollten ja gucken, wie reagiert der Kongress auf den David Grush. David Grush wurde sehr ernsthaft betrachtet, sehr ernst genommen und das hat diese Whistleblower ermutigt und sie sind jetzt an Arrow vorbei direkt zum US-Kongress gegangen und haben sich dort gemeldet und deswegen denke ich, dieser Prozess ist nicht tot, sondern ganz im Gegenteil, da passiert noch was. So, und das bedeutet, und jetzt komme ich langsam zum Ende und zu der großen Frage, ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass 2024 für uns alle ziemlich spannend werden könnte und möglicherweise wird die Welt dann erfahren, dass wir nicht alleine sind, aber es gibt ein großes Hindernis und zwar was steht denn wirklich auf dem Spiel? Geht es hier wirklich nur um ein paar gefundene und nachgebaute UFOs
und um die Technologie oder geht es vielleicht noch um mehr? Denn diese Geschlossenheit, die die Politiker aus beiden politischen Lagern während der Anhörung gezeigt haben, von den Demokraten und von den Republikanern, die war schon wirklich unheimlich. Keiner hat den David Grush in Zweifel gestellt, sondern die haben ihm ganz ernsthafte Fragen gestellt. Alexandria Ocasio-Cortez, die ja eine demokratische, fällt jetzt kein deutsches Äquivalent ein, dürfte auch schwer werden im Moment. Also Ocasio-Cortez hat gefragt, welche Sicherheitsfreigabe brauche ich denn, um das zu erfahren, was Sie da erfahren? Wo muss ich mich da hinwenden, um diese Sachen einzusehen und so? Also das ganz, ganz ernsthafte Fragen an David Grush. Und woher kommt diese unheimliche Geschlossenheit? Ja? Was steht hier eigentlich mit der Enthüllung dieses krassen, der größten Verschwörungstheorie aller Zeiten, dass die UFOs halt eben doch UFOs, dass die USA doch UFOs geborgen haben und nachentwickeln? Was steht da eigentlich noch auf dem Spiel? Und diese Frage habe ich auch dem New York Times Journalisten Ralph Blumenthal gestellt, der mir Folgendes dazu gesagt hat. Bitte schön. Ich glaube nicht, dass diese Enthüllung von irgendjemandem gesteuert wird. Das glaube ich wirklich nicht. Ob es aber einen tiefen Staat gibt, der kontrolliert oder nicht nur kontrolliert, sondern der auch im Besitz dieser Informationen ist und nicht will, dass sie veröffentlicht werden. Also, ich glaube, das halte ich eher für denkbar. Es könnte Leute in der Regierung geben, die sehr tief platziert sind, die sehr, sehr geheim sind, die solche Informationen schützen und nicht wollen, dass sie herauskommen. Ich denke, das ist ziemlich klar. Wir wissen ja, dass es diese speziellen Zugangsprogramme und andere Stellen gibt, die super, super geheim sind. Einige davon befinden sich nicht in der Regierung, sondern außerhalb der Regierung, bei privaten Auftragnehmern, die übrigens nicht dem Gesetz zur Informationsfreiheit unterliegen. Und das ist ein wichtiger Teil der Geschichte, nämlich, dass es private Auftragnehmer gibt, die Hand in Hand mit Teilen der Regierung arbeiten, die viel darüber wissen und die man nicht einfach ausquetschen kann, um Informationen zu kriegen. Also ich denke schon, da gibt es ein paar ziemlich unheimliche, zwielichtige Aspekte an dieser Geschichte. Es geht um Leute in sehr hohen Positionen, die Informationen zurückhalten und versuchen, Informationen zu unterschlagen. Und das schon von Anfang an. Das ist aus dem Munde des langjährigen, gefeierten New York Times-Korrespondenten Ralph Blumenthal. Und er ist auch nicht der Einzige. Wissen Sie, der Marco Rubio, der hat ja, Marco Rubio, hier sehen wir den mal, das ist ein Senator, er ist Mitglied im, und ich glaube, er ist der stellvertretende Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Senat. Und er hat in einem Interview am 26. Juni gesagt, ich zitiere, in den letzten paar Jahren haben sich Personen gemeldet und unserem Ausschuss Informationen mitgeteilt. Und wie gesagt, wenn der sowas sagt und das stimmt nicht, dann würde der seine politische Karriere aufs Spiel setzen. Also da würde, wenn der lügt, dann wäre es vorbei. Ja? So. Er sagt, einige dieser Zeugen sind frühere oder derzeitige Inhaber von sehr hohen Sicherheitsfreigaben und haben hohe Positionen in unserer Regierung. Sie berichten uns über das, was man jetzt in der Öffentlichkeit hört, die Altprogramme und die aktuellen Ereignisse. Und dann sagt er, die Enthüllungen dieser Insider sind jedoch problematisch, sagt Rubio. Denn wenn es stimmt, was diese Insider sagen, dann heißt es, ich zitiere, dass es innerhalb der US-Regierung eine Gruppe von Leuten gibt, die glauben, sie müssten das, was sie haben, mit niemandem teilen, nicht einmal mit gewählten Beamten, die sie nur als vorübergehende Angestellte der Regierung betrachten, im Grunde wie eine Art interner Militärkomplex, der sich selbst regiert und niemandem Rechenschaft schuldet. So, also das ist der stellvertretende Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Senat, der ernsthaft in Betracht zieht, dass es da so eine Art geheime Weltregierung gibt, die im Verborgenen die Fäden zieht und über Alien-Technologie verfügt, ohne dass der US-Kongress und die Bevölkerung etwas davon ahnen. Übrigens ist das, was Ralph Blumenthal und Marco Rubio hier ansprechen, die geheime Weltverschwörung,
dass da im Hintergrund Leute die Strippen ziehen. Das gilt laut Amadeo-Antonio-Stiftung schon als struktureller Antisemitismus. Du brauchst gar nicht Antisemitismus, du brauchst gar keine Juden oder irgendwas, sondern allein schon die Struktur, dass es jemanden geben könnte, der aus dem Hintergrund die Fäden zieht, das ist schon strukturell antisemitisch, denn die Struktur ist ja dieselbe wie bei der antisemitischen Weltverschwörungstheorie, dass die Juden dahinter stecken würden. Ja, und da fragt man sich natürlich, wem nützt eigentlich dann so ein Konstrukt wie struktureller Antisemitismus, wenn wir hier eine aus den Mündern von Leuten, aus berufenen Mündern eben genau das haben und wo wir gerade beobachten, wie der US-Kongress dabei ist, eine solche Theorie zu verifizieren oder falsifizieren. Und es gäbe natürlich viel über diese geheime Weltregierung, über diesen tiefen Staat zu sagen, ja. Diese von Marco Rubio angesprochene Problematik, dass sich da bestimmte Teile des militärisch-industriellen Geheimdienstkomplexes verselbstständigt haben könnten, das ist ja gerade keine neue Idee. Der US-Präsident Dwight Eisenhower hat ja schon im Jahr 1961 in seiner Abschiedsrede davor gewarnt und hat gesagt, wir müssen uns davor hüten, dass der militärisch-industrielle Komplex in den Regierungsgremien ungerechtfertigten Einfluss erlangt, sei er gewollt oder ungewollt. Das Potenzial für den verhängnisvollen Aufstieg einer fehlgeleiteten Macht besteht und wird fortdauern, hat er gesagt. Und mein Kollege Dirk Pohlmann hat eine zweiteilige Vortragsreihe gemacht über den tiefen Staat, wo es ja auch zum Beispiel bei den Anhörungen zur Iran-Contra-Affäre offensichtlich geworden ist, dass es da parallele Machtstrukturen gibt. Ende der 1980er Jahre ist ja rausgekommen bei Anhörungen im US-Kongress, dass die CIA unter Umgehung der Aufsichtsgremien im US-Kongress heimlich Panzer- und Flugabwehrsysteme an den Iran geliefert hatte. Und mit den Erlösen aus diesen illegalen Geschäften hat die CIA dann den von den Contras durchgeführten Guerillakrieg gegen die sandinistische Regierung in Nicaragua unterstützt. Und es kam heraus, dass die Contras mehrere Tonnen Kokain in die USA geschmuggelt und verkauft haben, um mit den Drogengeldern ihren Kampf gegen die sozialistische Regierung zu finanzieren. Und all das war der CIA bekannt, aber sie hat nichts dagegen gemacht. Und wer von diesem ungeheuerlichen Skandal wusste und wer nicht, wurde nie ganz aufgeklärt. Und der Senator Daniel Inouye, der damals diese Anhörungen zu den durchgeführt hat, hat gesagt, die Anhörungen haben zu Fragen geführt, die weit über die Iran-Contra-Affäre hinausgingen. So habe etwa der Untersuchungsausschuss von der Vision einer, ich zitiere, geheimen Regierung erfahren, die keinem einzigen gewählten Amtsträger gegenüber rechenschaftspflichtig sei, offenbar nicht mal dem Präsidenten selbst. Es handele sich, so der Senator, um eine Schattenregierung mit eigener Luftwaffe, eigener Marine, eigenem Finanzierungsmechanismus und der Macht, ihre eigenen Vorstellungen vom nationalen Interesse zu verfolgen, frei von allen Kontrollen und dem Gesetz selbst. Und dieser Senator Inouye aus der Iran-Contra-Affäre ist übrigens derselbe, der dann später mit seinen Kollegen aus dem Senat Harry Reid und Ted Stevens das geheime UFO-Forschungsprogramm ATIP finanziert hat, also dafür gesorgt hat, dass es finanziert wird. Nur so nebenbei. Also diese Befürchtung, dass es so eine Art internen Militärkomplex gibt, der sich selbst regiert, der ist nicht gerade aus der Luft gegriffen. Und jetzt, wenn wir uns das überlegen, was wir jetzt darüber wissen, dass es das sowas geben könnte, dann erscheint die Geschichte von diesem Mann hier plötzlich in einem anderen Licht. Und damit höre ich jetzt auch gleich auf. Dieser Mann berichtet auf der Pressekonferenz von Stephen Greer, dass er ein Marine war, der im September 2009 nach dem verheerenden Erdbeben in Indonesien, in Sumatra, dort eingeteilt war, ist dort positioniert worden, um Nachschublieferungen zu überwachen. Er ist mit seinen 5 Kollegen, anderen Marines, auf einen Bergkamm geklettert und hat dort gesehen, von oben ein komisches, kuppelartiges Ding, was immer seine Farbe gewechselt hat, zwischen schwarz und mattem Schwarz. Und sie sind hingegangen, um das Objekt zu untersuchen. Das Ding sei riesig gewesen, so groß wie ein Fußballfeld, sagt er. Und es hätte sich im Uhrzeigersinn gedreht und seine Farbe gewechselt. Aber es hatte so eine Art Schuppen an der Außenseite. Das hatte Nähte und scharfe Kanten. Das sah aus, als wäre es von Menschen gemacht.
Und dann wurden diese Marines aber plötzlich, während die das beobachten, von 8 unmarkierten Männern überfallen, mit schwarzer Tarnkleidung, kugelsicheren Westen. Sie hatten hochwertige Nachtsichtgeräte für US-Elitetruppen. Mit amerikanischem Akzent hätten sie die Marines angeschrien, was sie dort zu suchen hätten, und hätten die Waffen auf sie gerichtet, haben gesagt, wir dürfen hier gar nicht sein und sie würden uns töten. Und während diese Männer sie weiter bedrohen und den Marines die Waffen abnehmen, beobachten die, wie dort irgendwelche großen Waffenkisten in das UFO-Ding reingefahren werden, von umgebauten Fords, also von Autos, werden dort auf eine Plattform unter dem UFO solche Kisten hintransportiert in das UFO rein. Und dann fliegt das UFO weg, steigt nach oben und zischt weg und ist weg. Na gut, die Geschichte geht dann so aus, dass er dann wieder über den Bergrücken geführt wird, dort kriegen sie ihre Waffen zurück, er wird zur Geheimhaltung verpflichtet, nicht nur vor Ort, sondern auch noch später, Monate später auf einer Militärbasis und so weiter, von einem anderen Oberstleutnant der Air Force ohne Namensschild, der ihn auffordert, niemals darüber zu reden, auch nicht mit seinem direkten Vorgesetzten oder mit dem General. Also das heißt, es scheint eine parallele Machtstruktur zu geben, die verhindert hat, dass er darüber gegenüber seinem Chef aussagt. Herrera scheint mir nach all dem, was ich über ihn bis jetzt weiß, glaubwürdig zu sein. Ich weiß aber nicht viel über ihn, das muss ich auch sagen. Ich weiß aber, was ich weiß, ist, dass er im April 2023 vor einem Ausschuss des US-Senats, ich nehme an, das ist der Geheimdienstausschuss, und auch gegenüber Arrow unter Eid ausgesagt hat. Das heißt, wir müssen uns mit der Möglichkeit vertraut machen, dass dieses Deep State, dieser tiefe Staat, der in der Vergangenheit schon alle möglichen krummen Sachen gemacht hat, möglicherweise auch noch über solche Technologie verfügt. Und das mit dem Aufdecken des geheimen UFO-Forschungs- und Bergungsprogramms eben nicht nur die UFOs auffliegen würden, sondern die ganze Nutzung dieser Technologie durch diese tiefe staatliche Struktur, die den Planeten seit Jahrzehnten wahrscheinlich im Griff hat. Und daher kommt vielleicht auch, das ist meine persönliche, ich würde sagen Arbeitshypothese, andere Leute sagen Verschwörungstheorie, das ist mir scheißegal, aber ich denke, das ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, warum die Abgeordneten aus beiden Parteien im US-Kongress dieses Thema so verdammt ernst nehmen, weil sie nämlich wissen, sie haben, wenn das stimmt, was die sagen, diese Zeugen, dann haben die dort in der Regierung und im Kongress eigentlich gar nichts zu melden. Und das muss sich ändern. Denn die werden ja dafür gewählt, dass sie was ändern. So. Ich stehe jetzt vor der Wahl, ob ich jetzt Schluss mache oder ob ich noch einen weiteren Aspekt anführe, der mir wichtig erscheint. Was soll ich machen? Okay, danke. Denn wie das aussieht, reden wir nicht nur über die Existenz eines tiefen Staates, der über Alien-Technologie verfügen könnte. Das, wie gesagt, das ist alles Verschwörungstheorie. Ja? Sondern, was hier auch noch ganz ernsthaft diskutiert worden ist, ist, ob es Kontakt gibt zwischen der US-Regierung und diesen nichtmenschlichen Intelligenzen, und zwar auf eine sehr interessante Art und Weise. Während der Anhörung im US-Kongress mit David Grush, da wurde etwa eine Stunde, nachdem diese Anhörung angefangen hat, stellt die Abgeordnete Anna Paulina Luna zwei sehr interessante Fragen. Hör mal rein. Mr. Grush, in speaking to you yesterday, I just wanted to follow up on Representative Raskin's questions. In the last couple of years, have you had incidences that have caused you to be in fear for your life for addressing these issues? Yes, personally. Okay. Yeah. I just want everyone to note that he's coming forward in fear of his life. To put in perspective, if they were really not scared about this information coming out, why would someone be intimidated like that? To your knowledge, are NHIs working with adversarial foreign governments in either technology exchange programs or back engineering programs? I don't have data on that. I'm not sure. Have you heard or you had people come forward to present that evidence? Not that particular evidence that you just espoused. Also sie fragt nach einer Stunde und 19 Minuten. Die erste Frage, also es geht bei der Anhörung um geheime Programme der US-Regierung. Da stellt sie die Frage, wissen Sie, ob ausländische Regierungen in Kontakt sind mit nichtmenschlichen Intelligenzen bei Programmen zum Technologieaustausch oder zur
Nachentwicklung von anderer Technologie. Und da sagte er, da weiß ich nichts dazu, keine Ahnung. Und das fand ich irgendwie komisch, weil die naheliegende Frage wäre doch gewesen, hat denn die US-Regierung Kontakte zu nichtmenschlichen Intelligenzen bei Technologieaustauschprogrammen oder Back-Engineering-Programmen? Denn die große Frage ist ja, wenn ich jetzt hier mein iPhone so einem Indianerstamm im Jahr 900 vor Christus oder was auch immer, kann auch im Jahr 1500 sein, in den Kochtopf schmeiße. Glaubt ihr, dass die irgendeine Chance hätten, das jemals rauszukriegen, wie Minecraft funktioniert oder das überhaupt zu entsperren oder das, geschweige denn nachzubauen oder so? Ausgeschlossen. Was anderes wäre es natürlich, wenn ich den iPhone-Entwickler gleich mit in den Kochtopf schmeißen würde. Ich würde also nicht nur das iPhone dort reinschmeißen, sondern auch den, der sich mit der Technologie auskennt. Wenn ich aber sowas machen würde als eine überlegene, technisch fortschrittliche Intelligenz, dann würde ich auch irgendein Motiv damit verfolgen. Dann hätte ich irgendein Ziel damit. Und jetzt ist eben die Frage, wenn es so ist, wie dieser Michael Herrera sagt, dass da eine nachgebaute Alien-Technologie existiere, ja, wie hätten die Amerikaner denn das geschafft? Die müssten ja dann wirklich Tipps bekommen haben von irgendjemandem, zum Beispiel im Rahmen eines Technologieaustauschprogramms im Kontakt mit einer nichtmenschlichen Intelligenz. So, und diese Frage, ob nun Kontakte zwischen der US-Regierung und nichtmenschlicher Intelligenz besteht, die hat dann über eine Stunde später eine andere Abgeordnete an David Grush gestellt. Und hier ist, erinnern wir uns, er hat gesagt, über Kontakte mit ausländischen Regierungen und den Aliens hat er keine Daten, weiß er nichts. Ja? So, jetzt die Antwort auf die Frage, was ist mit den Kontakten zwischen US-Regierung? You've stated that the government is in possession of potentially non-human spacecraft. Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. Also wenn er keine Informationen hat über Kontakte zwischen ausländischen Regierungen und Aliens, und das sagt er ganz offen, und dann wird er über Kontakte zur US-Regierung, mit US-Regierung und Aliens gefragt, und er sagt, er kann das nicht in öffentlicher Sitzung diskutieren, dann lässt das für mich nichts Gutes erahnen. Dann klingt das für mich so, als hätte er tatsächlich Daten über einen solchen Kontakt zwischen der US-Regierung und dieser nichtmenschlichen Intelligenz und dass die geheim bleiben müssen, denn sonst könnte er das ja in einer öffentlichen Sitzung diskutieren. Und das, wenn das sich herausstellt, dass das so ist, dann ist es, überlegt euch mal, und was müsste man denn machen, um sowas bekannt zu geben? Stellt euch das mal vor, wir sind jahrzehntelang betrogen, verarscht worden, es gibt ja nicht mal UFOs, und jetzt, wenn das jetzt wahr wäre, ich weiß nicht, wie die Welt sich verändern würde, wenn sich das herausstellt. Und es ist natürlich, muss das geheim bleiben. Und dann eine letzte Sache noch, das ist mir auch aufgefallen, kam es zu schädlichen Handlungen durch nichtmenschliche Intelligenzen? At one point you had said that there has been harmful activity or aggressive activity. Has any of the activity been aggressive, been hostile in your reports? I know of multiple colleagues of mine that got physically injured, and the activity. And I got to by UAPs or by people within the federal government? Both. Okay. Yeah. So yeah. There has been activity by alien or non-human technology and or beings that has caused harm to humans. I can't get into the specifics in an open environment, but at least the activity that I personally witnessed. And I have to be very careful here because they tell you never to acknowledge tradecraft, right? So what I personally witnessed myself and my wife was very disturbing. So, und wenn das, was mir ist euch auch aufgefallen, diese merkwürdige Trennunschärfe zwischen feindlichen oder aggressiven Aktivitäten von Menschen, die versuchen, das Geheimnis zu wahren, und nichtmenschlichen Intelligenzen. Das war für den alles eins. Das ist doch komisch, oder?
Was genau war da verstörend? Und das sage ich euch jetzt, das ist die große Herausforderung. Was hier auf dem Spiel steht, ist nicht nur die Enthüllung von geborgener Alien-Technologie, sondern es geht um parallele Machtstrukturen, deren Kontakte, deren mögliche Kontakte mit nichtmenschlichen Intelligenzen und möglicherweise auch deren Einfluss, den diese nichtmenschlichen Intelligenzen auf die irdische Politik und Geheimdienste ausüben. Das ist natürlich die krasseste Verschwörungstheorie von allen. Und wer Lust hat auf sowas, auf Verschwörungstheorien, wollte ich gerade sagen. Nein, wer sich ganz ernsthaft über das Thema informieren will, das ist ja wie gesagt nur ein Gedankenexperiment. Alles, was wir jetzt in den letzten Folien gehört haben, ist, um es nochmal klar zu sagen, muss nach dem derzeitigen Stand der Dinge als Verschwörungstheorie gelten. Aber so sind wir Journalisten, wenn wir uns mit geheimen Sachverhalten auseinandersetzen müssen, müssen wir versuchen, die Plausibilität irgendwie abzuwägen. Und das ist jetzt bei mir dabei rausgekommen. Und ich habe sehr viel mehr davon versucht in meinem Buch, das jetzt demnächst auch rauskommen wird. Das heißt, Sie sind hier, was jetzt? Warum wir UFOs ernst nehmen sollten. Es wird im Tiger Press Verlag erscheinen im November und ist der Versuch für die Leute, die jetzt dann plötzlich aufwachen, weil sie in der Zeitung lesen, hey, das gibt's ja doch, was ist denn jetzt hier los, dass die hier eine Zusammenfassung finden, sozusagen das ultimative UFO-Buch. Ich habe 16 Jahre dran recherchiert, es gibt 800 Fußnoten, es hat über 300 Seiten. Ich habe zahlreiche internationale Experten interviewt, ich habe mit Geheimdiensten gesprochen, mit Piloten, mit Wissenschaftlern, mit allen, mit Rechtsexperten, mit Soziologen, mit allem, um einen möglichst kompletten ersten Überblick über das Phänomen zu geben für jemanden, der sich nie damit beschäftigt hat. Und es gibt einen ganzen Haufen seriöse Informationen aus aller Welt zu diesem Phänomen, die uns helfen dabei, das einzuschätzen. Und ich habe mich auch nicht nur auf die militärischen Daten beschränkt, sondern auch historische Sachen mit einfließen lassen. Und ich hoffe, dass das dann zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt kommt und zu den Leuten findet. Und noch eine allerletzte, Dankeschön. Und noch eine allerletzte Sache. Die letzte, als ich diese Exopolitik-Geschichte angefangen habe im Jahr 2007, da sah meine Webseite so aus: Deutsche Initiative für Exopolitik und Freigabe der UFO-Technologie, so hieß das im Jahr 2007. Da sind die Leute gekommen und haben gesagt, du spinnst doch, Fleischer, das sind drei Verschwörungstheorien auf einmal. Erstens mal gibt es gar keine UFOs, die US-Regierung weiß nichts und deswegen haben die auch nichts, was sie freigeben können. Und deswegen habe ich das dann weg eingedampft und dann gesagt, Exopolitik Deutschland. Aber so wie die Dinge derzeit laufen, bin ich ernsthaft am Überlegen, ob ich es wieder so umbenenne. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.